Hallo, da sind wir wieder. Jo. Und wir haben uns in die Festung zurückgezogen. Genau, was muss ich machen? Erstmal. Wovor rennt er denn weg? Alter Held, komm! Al-Mualim ist noch nicht fertig mit uns. Wo gehen wir hin? Nach oben. Wir haben eine Überraschung für unsere Gäste. Haltet euch an mich. Schon bald werdet ihr verstehen. Dann überraschen wir die Templer mal. Ja, genau. Du musst mir jetzt immer sagen, was ich machen muss. Ich weiß nicht so ganz genau. Nichts geht über eine schöne Überraschung. Da freuen sich die mit dem Unsinn auf. Ja, das finden die bestimmt toll. Denke ich mir doch auch. So, geht auf diese Plattform, Altair. Tu ich doch. Heide! Gib zurück, was ihr gestohlen habt! Ihr habt kein Anrecht darauf, Robert! Zieht ab, sonst bin ich gezwungen, eure Reihen weiter zu lichten. Ihr treibt ein gefährliches Spiel. Ich versichere euch, es ist kein Spiel. So sei es. Bringt mir die Geisel. Ah. Geisel, tolle Geisel. Man bringt sie direkt um. Ja. Oh, das ist super. Wie lange bis eure Festung von ihnen zerbröckelt? Wie standhaft seid ihr, wenn die Brunnen versiegen und die Mägen leer sind? Meine Männer fürchten den Tod nicht, Robert. Sie heißen ihn willkommen und die Erlösung, die er bringt. Gut, dann sollen sie Erlösung erhalten. Folgt mir und tut es ohne zu zögern. Zeigt diesem tumpen Recken, wie es ist, keine Furcht zu kennen. Herauf zum Herrn! Tja, der hat's wohl nicht richtig hingekriegt. Der ist ja auch ein Opfer, ne? Oder die Templer werden uns hören. Was für ein Opfer. Der kann's einfach nicht. Der ist halt nicht Altair hier. Ich bleibe zurück und kümmere mich um ihn. Ja, jetzt müsst ihr bei den Balken. Diese Seile führt euch zu einer Falle, die wir aufgestellt haben. Geht und löst sie aus. Lasst den Tod auf unsere Feinde ringen. Wie geht das jetzt? RT und ganz genau. Jetzt weiß ich auch, was ich machen muss. Raus, weiter. Der klettert so langsam. Wie komme ich jetzt dahin ab? Ja, man merkt das vor allem, wenn man zuerst den zweiten und dann den ersten spielt. Zum Glück zuerst den ersten gespielt. Ah, ich bin erst später darauf gekommen, auf das Spiel. Von daher. So, los jetzt. So, Schwert auswählen und schlagen. Überraschung. Hallo, surprise, surprise. Au, wow. Passt. Ihr habt es geschafft, Robert von hier zu vertreiben. Sein Heer ist versprengt. Es wird lange dauern, bis er uns wieder gefährden kann. Sagt mir. Wisst ihr, warum ihr Erfolg hattet? Ihr habt zugehört. Hättet ihr doch nur in Salomons Tempel zugehört. All das hätte vermieden werden können. Ich tat nur, wie mir geheißen wurde. Nein, ihr tatet, was euch beliebte. Malik berichtete mir von eurer Arroganz, eurer Respektlosigkeit gegen unsere Lehren. Was tut ihr? Es gibt Regeln. Wenn wir das Credo der Assassinen nicht befolgen, sind wir nichts. Drei einfache Gebote, die ihr, wie es scheint, vergessen habt. Ich werde euch erinnern. Ich werde euch erinnern, ist das richtig? Haltet eure Klinge. Ich werde euch lehren, fern vom Fleisch Unschuldiger. Ich werde euch lehren, euch zu erinnern. Aber ich werde euch erinnern. Hütet eure Zunge, sofern ich euch nicht auffordere, sie zu benutzen. Wenn euch die Gebote so geläufig sind, warum habt ihr dann den alten Mann im Tempel getötet? Er war unschuldig. Er musste nicht sterben. Er stand im Weg.
Euer Hochmut kennt keine Grenzen. Lasst den, ich fand das richtig, was mein Kind. Oder ich schwöre, ich werde es mit eigenen Händen rausreißen. Das zweite Gebot verleiht uns unsere Stärke. Verbergt euch in der Masse. Lasst das Volk eure Maske sein, auf dass ihr euch mit der Menge verschmelzt. Erinnert ihr euch? Augenfarben? Denn mir kam zu Ohren, dass ihr euch gezeigt habt. Vor der Tat Aufmerksamkeit erregt habt. Oder das sieht doch so weißlich aus. Ja, das dritte und letzte Gebot. Hat sich denn mit seiner Klinge ins Auge gestochen? Gefährde die Bruderschaft nicht. Seine Bedeutung sollte klar sein. Eure Taten dürfen uns niemals schaden. Direkt oder indirekt. Und doch hat euer hochmütiges Handeln in Jerusalem uns alle in Gefahr gebracht. Schlimmer noch, ihr habt den Feind zu uns geführt. Jeden, den wir heute verloren, verloren wir wegen euch. Es schmerzt mich, wahrlich. Aber ich kann keinen Verräter dulden. Ich bin kein Verräter. Eure Taten sprechen eine andere Sprache. Und so lasst ihr mir keine Wahl. Friede sei mit euch, Altair. Nein. Oh. Okay, das war's dann mit dem Geschichte ist vorbei. Ja. Tschüss dann, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wir fangen dann. Der nächste Teil fängt dann an. Fangen wir dann vorbei. Mit dem zweiten an. Super Spiel, ne? Ja, viel eigentlich Inhalt. Schon. Ja. Also 20 Euro dafür auszugeben, das lohnt sich auch. Ja. Er hat eine weit höhere Anpassungsrate als jeder andere Tester. Ich hole ihn da raus. Er war viel zu lange da drin. Nein, noch nicht. Wir haben noch so einen weiten Weg vor uns. Nein, noch nicht. Das ist zu gefährlich. Was sind schon 1-2 Stunden? Warum diskutieren wir das nicht im Konferenzraum? Gönnen wir Desmond eine Minute Ruhe? Ach, ich weiß wirklich nicht warum. Warren, bitte. Gut. So, darf ich jetzt aufstehen? Cool, ich kann die Kameraperspektive ändern. So, darf ich jetzt mal oder wie sieht's aus? Ab ins Zimmer, ab ins Bettchen. Nee, nix ins Bettchen. Wir haben ja nur eine Minute. So, erstmal rein. Da war doch was. Ich will jetzt belauschen. Was ist gar nicht, wenn Sie von den Gefangenen meiner Autorität in Frage stellen? Es gibt ein Wort dafür. Ich glaube, man nennt es Insubordination. Und ich mag es nicht, wenn Sie ihn töten, bevor wir unsere Arbeit beendet haben. Dafür gibt es auch ein Wort. Dumm. Lucy, das ist nicht meine Entscheidung. Ich mache die Deadlines nicht. Aber ich bin klug genug, sie nicht in Frage zu stellen. Wollen Sie wie Lila enden? Ich weiß, der Unfall hat alles verändert. Weshalb wir keine Zeit haben, ihn zu verhätscheln. Wenn Sie ihn zu hart rannehmen, wird er zumachen. Und dann haben wir nichts. Jetzt haben wir auch nichts. Aber wir werden. Wir brauchen nur ein bisschen Geduld. Fein. Aber ich möchte, dass Sie sich Gedanken über seine Verweildauer machen. Wir können nicht bei jedem Schweißausbruch abbrechen. Schlimm genug, dass wir uns durch all diese nutzlosen Erinnerungen durcharbeiten müssen. Ach, der ist ja nett. Ich tue, was ich kann. Ein skrupelloser Templer. Hm? Ich finde es schade, dass man hier nicht pinkeln kann. Duschen können wir auch nicht. Duschen können wir auch nicht. Wofür sind die Sachen denn dann da? Da wird man ja voll dreckig. Echt, man ist doch ekelhaft. So. Da war noch was am Schrank. Mann, ich kann mich nicht mal umziehen. Noch ekelhafter, das ist ja... Hier hängt ein Feuerlöscher. Aber man kann schlafen gehen. Das ist dann sozusagen... Das Speichern. Wir könnten den Feuerlöscher nehmen und den Typen Bittig erschlagen. Ja, genau. Hallo, ich würde mich gerne hinlegen. Nee, das kommt jetzt noch nicht. Darf ich wieder raus hinlegen? Du musst wieder raus. Ist doch scheiße. Soll ich hier machen? Die kommen jetzt. Warte, vielleicht liegt da ein Stift, den du... Wollte ich gerade gucken. Vielleicht. Nee. Nicht? Da ist nichts. Da ist nichts. Also es gibt so Stellen, wo man Stifte einsammeln kann, die da rumliegen und dann kann man da mit sich im Computer einhacken oder so. Und die kommen nicht. Doch. Nein. Hier ist das. Hallo. Wir sind fertig für heute, Mr. Miles. Ich schlage vor, Sie gehen in Ihr Zimmer und ruhen sich aus. Darf ich reinkommen? Na.
kann da nicht langlaufen, ne? Ich drücke. Miese Sache. Und ich kann hier nicht rennen, das nervt mich. Vor allem ist das so schön. Ab ins Bett. Hier würde ich auch gerne schlafen. Verdammt, abgeschlossen. Ich finde das immer süß, wie der sich aufregt. Ach Mist. Und jetzt wird gespeichert. Chinesische Zeichen. Das waren keine chinesischen. Mann, ganz schön unheimlich, Doc, wenn Sie so beim Aufwachen über mir stehen. Haben Sie mich beobachtet? Wir beobachten Sie ständig. Stehen Sie auf, es gibt viel zu tun. Ich frage mich, wen ich heute töten werde. Seien Sie nicht zu anmaßend. Ihre Vorfahren hatten fast die richtige Idee, Mr. Miles. Wenn der Tod weniger, erst recht böser Menschen, die Leben Tausender retten kann, nun, dann ist es ein kleines Opfer. Was meinen Sie mit fast? Sie gingen nicht weit genug. Um einen etwas abgegriffenen Vergleich zu verwenden, Korruption ist wie ein Krebsgeschwür. Schneidet man die Tumore raus, aber übersieht den Ursprung. Nun ja, bestenfalls gewinnt man etwas Zeit. Es gibt keine wirkliche Chance ohne einen umfassenden systematischen Eingriff. Chemo für die Massen. Erziehung. Umerziehung, um genau zu sein. Aber es ist nicht einfach. Und es klappt nicht immer. Lassen Sie mich raten. Sie haben eine bessere Lösung. Wie heißt sie? Dann würde ich es ja verraten. Dürfen wir jetzt gehen, oder? Jo. Ich glaube, wir können vorher nochmal mit der Lucy reden. Ja, die Lucy ist nett zu uns. Am besten machen wir alle Gespräche und so, die man da machen kann. Ich kann aber nicht mit der reden. Nee. Dann gehen wir zum Biddick. Was, soll ich jetzt nochmal zum Typen gehen? Ja. Nee, da ist nix. Nee. Jo, dann ist die Zeit auch schon um. Nee, die Zeit ist noch nicht um. Psst! Naja, okay, dann machen wir weiter. Ich spiel noch was. Dann ab in den Animus. Würde ich ja gerne, ich kann aber nicht rennen. So. Mit Leichen können sie ihre Gegner ablenken. Die Soldaten verlassen ihre Posten, um sie zu untersuchen. So können sie in vorher bewachte Bereiche vordringen. Wie macht man das mit den Fäusten zusammenschlagen? Kreuz da unten. Das ist halt, du wählst damit die Faust aus. Cool. Krasser Sound, oder? Ich bin ein Spielkind. Ich lebe. Aber ich sag euch zum Stoßen. Fühlt ihr die Umarmung des Todes? Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielt ihr in den Schlaf der Toten. Der Ungeborenen. Auf das ihr wachen würdet und wiedergeboren. Hört auf mit uns zu reden. Aber warum? Erinnert ihr euch, Alter, hier, wofür die Assassinen kämpfen? Frieden? In allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu trennen. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts war und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielte es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Und euren Rang. Ihr seid ein Novize. Nein. Wieder ein Kind. Nein. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen. Und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein wahrer Assassine.
Also soll ich ein Leben nehmen? Nein, jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Immer noch das ist nicht nötig. Ja. Zocken. Andere jagten eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht, das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Einer von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. Guck mal, stopp, wenn ich laufe. Jo, Ja gut, dann höre ich jetzt auf. Oh, das war scheiße. Wir wurden degradiert, wir haben keine Sachen mehr. Das heißt, der Bachelor gilt auch nicht mehr. Also nee, alles weggenommen. Voll dumm jetzt. Ich habe aber noch eine Flagge eingesammelt, das heißt, ja, das ist gut. Damit können wir jetzt aufhören. Jo. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.